Man sagt gewöhnlich, es sei erstaunlich, dass ein solcher Philosoph sich auch als praktischer Mann bewährt habe. Es muss vielmehr umgekehrt heißen, es ist bewundernswert, dass ein so tatkräftiger Praktiker des Militär- und Zivildienstes auch noch sogenannte philosophische Interessen nährte. Aber diese Philosophie war gar kein Lehrgebäude. Philosophie ist damals das griechische Ersatzwort für Religiosität gewesen. Die griechische Sprache besitzt kein anderes Wort dafür. Für den Stoiker ist Sophia das Frommsein, Philosophia das Streben nach Frömmigkeit. Religion und wieder Religion. Die wahre Religiosität raubt dem Berufsmenschen keine Zeit. Sie erfordert kein Studium, sondern sie ist in uns immer gegenwärtig, wenn wir handeln. Sie ist die Gotteskraft in uns, die uns in jedem Augenblick leitet. Mit anderen Worten, feste Grundsätze, die auf stoischer Frömmigkeit beruhten, die nährte Marc Aurel in sich und er sagt von sich, dass er sie ständig bereit hat, wie der Arzt seine Instrumente immer bei sich führt. Man denke sich ja nicht, dass Marc Aurel ein kaltblütiger Phlegmatiker oder ein Träumer war. Er war ein Feuerkopf oder besser ein Feuerherz, von rascher, heißer Empfindung und hastigstem Tätigkeitstrieb. So sehen wir ihn als Knaben und Jüngling, denn wir kennen ihn aus seinen Jugendbriefen. Seine Familie war spanisch, wie die Trajans. Aber er erblickte in Rom das Licht der Welt im Jahre 121 in einem Gartenhaus auf dem Mons Celius.